Jo Leute, was geht? Heute spielen wir GTA 5 als einen ganz besonderen Superhelden und zwar als Spider-Man. Wir kleben jetzt einfach zum Beispiel an der Seitenwand von dem Maybank Tower und da hinten sehen wir auch schon einige Verbrechen, die abgehen und wir müssen natürlich heute als Spider-Man für Sicherheit in Los Santos sorgen und dazu haben wir natürlich auch ganz viele verschiedene Superkräfte, Freunde, die wir einfach nutzen können und ihr könnt sehen, Leute, ich kann zum Beispiel einfach an der Wand laufen mit Spider-Man und das ist natürlich schon richtig nice und jetzt fliegen wir einfach mal in die Luft, Leute. Und wie gesagt, das hier ist eine ganz besondere Mod, Freunde. Ich habe sie auf meinem Kanal persönlich noch nie gezeigt und sie ist so unfassbar umfangreich, denn es ist quasi der Spider-Man, wie es aus dem PlayStation 4 Spiel so war. Das heißt, wir haben auch alle möglichen Gadgets und Superheldenwaffen, wie zum Beispiel natürlich den Web Blossom, den Electric Web und so weiter, Leute. Wir haben natürlich sehr viele Utensilien bekommen, die dazu uns helfen, das Verbrechen in Los Santos aufzuhalten. So, oh nein. Okay, 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 das wollte ich eigentlich nicht machen, okay? Das wird die Versicherung bezahlen, hoffentlich. Sagen Sie einfach, dass Spider-Man Sie angegriffen hat. Nein! Oh mein Gott! Oh, Junge, wo bin ich denn jetzt hingegangen? Nein! Das wollte ich über... Oh, nein, das wollte ich auf gar keinen Fall. Okay, das Verbrechen hier ist vergangen. Aber wir haben hier noch einen anderen Einsatz. Hier auf 100 Meter Reichweite, Leute. Vergesst natürlich nicht gerne ein Like dazu lassen für weitere Superhelden-Mods und generell Mods in GTA 5. Und wenn ihr neu seid, Leute, uns fehlen nur noch 2000 Abonnenten. Dann haben wir die 750.000 Abonnenten geschafft. Lasst uns diesen Meilenstein jetzt in den nächsten Tagen diese Woche schaffen. Und ich würde sagen, wir machen weiter, Leute, mit Spider-Man. So, okay, was ist da hinten los? Oh mein Gott, Leute, da ist richtig Action. Okay, wir müssen echt vorsichtig sein. Alles klar, Leute. So. Oh. Yo, ich kann einfach Autotüren auf die raufwerfen. Und es sind halt sehr, sehr viele Leute. Polizeiunterstützung ist mit Helikopter auch angerückt. Und wir versuchen jetzt, diese Kriminellen einfach hier zu bekommen. Und wie wir sehen können, einer von denen hat auch eine Minigun. Und du kriegst jetzt erstmal von mir eine Mini. Mir fällt kein Wortwitz ein, okay? Aber wir haben hier noch einige andere am Start. So. Und jetzt erstmal hier hinschwingen. Und natürlich, Leute, jetzt werden wir sie einmal sehr schnell, wie soll ich sagen, einnetzen. So, erstmal hier. Dich habe ich jetzt. So, und der will nicht. Der will nicht. Und er wurde vom Laster erwischt. Okay, aber ihm geht's doch gut. Jetzt geht's dir aber nicht mehr gut. Pass mal auf. Ich werde nämlich Folgendes jetzt mit dir machen. Und... So, den haben wir schon mal erledigt, Leute. Aber es sind natürlich noch einige am Start. Und dazu müssen wir jetzt schnell wieder zurück zum Tatort. So, du willst jetzt Ärger haben, ne? So, dich nehme ich mit. Ich halte dich jetzt fest, Kollege. Und dich binde ich jetzt nämlich hierhin fest. So, und er ist eingefangen. So, ey, stopp! Einen Augenblick, bleib stehen. So, bam, so muss das nämlich sein. Oh mein Gott, es sind ja richtig viele Leute. Wir werden hier komplett überfordert mit den Aufgaben, die wir aktuell haben. Ich wollte eigentlich ein bisschen Ruhe heute haben. So, was können wir auch noch benutzen? Spider-Drone, Leute. Wir haben einige Drohnen, die ihr einfach ausschalten könnt. Die Drohne kümmert sich schon darum. Und ihr seht's, Leute. Es ist einfach absolut der Wahnsinn, Leute. Und du bekommst jetzt Folgendes ab. Du bekommst noch eine Drohne. Und dazu kriegst du noch einen Mülleimer gegen den Kopf geworfen. So, hier, Deutsche Post lässt grüßen. Oh mein Gott, Leute. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass Venom heute in der Stadt ist. Und Venom wird heute tatsächlich Los Santos, sage ich mal, bedrohen. Und wir müssen heute als Spider-Man das 1 gegen 1 gegen Venom antreten. Das Duell, das wir seit Spider-Man 3 alle für uns eigentlich gewünscht haben. Okay, pass mal auf. Ich werde das folgendermaßen machen. Ich habe hier nämlich, ich glaube, das war diese Attacke. Wenn ich die aktiviere, Leute, pass mal auf, was passiert. Es ist einfach die beste Mod, Leute, die ich seit langem gesehen habe. Ey, der wurde ja hier... Ein Augenblick. So. So. Der hat so einen Tritt nochmal in den Hintern bekommen. Und jetzt haben wir alle erledigt. Nee, da hinten sind noch ein paar. Ich rede von ein paar. Das sind ja richtig viele von denen. Ein Augenblick, ey. Aus dem Weg, Kollegen. So. Es hört ja nicht mehr auf. Das sind ja immer und immer mehr von denen. So. Jetzt wird das Verbrechen hier beendet. Oh mein Gott, ey, wie ich das nicht mag, dass die alle auseinanderlaufen, ne? So. Muss ich um die halbe Map laufen, um euch zu kriegen, oder was? So. Jetzt bist du aber erledigt, oder? So. Ist das der? Jawohl, das ist der. Wir haben ihn. Es ist nur noch einer übrig. Noch einer ist übrig, okay. Ne, zwei. Zwei von denen. Okay, für dich habe ich eine ganz besondere Überraschung, okay? Für dich habe ich nämlich eine ganz, ganz... Oh mein Gott. So, flieg weiter, Kollege. So, noch einer übrig, Leute. Dann haben wir das große Verbrechen in Los Santos bekämpft. Beziehungsweise es ist jeden Tag sowas. Das ist Spider-Man gewohnt. Jeden Tag ist immer mal hier und da ein bisschen Action am Start. Mit dem habe ich aber was ganz Besonderes vor. Und zwar hier, Kollege. Du möchtest dich duellieren mit Spider-Man, ne? Pass mal auf. Einmal hier.
das war's. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Das hat wirklich lange gedauert, aber jetzt hat Spider-Man ein bisschen Ruhe, um sich auf die Parkbank zu setzen und nein. Nein, die wollte ich eigentlich benutzen, um mich draufzusetzen. Alles klar. Oh, das ist aber ein netter Hund. Das ist ein sehr, sehr netter Hund, muss ich sagen. Ein sehr netter Hund. Ihr habt nichts gesehen. Ich mein's ernst. Sagt's bloß nicht weiter. Und ich feiere das einfach, dass das Movement von Spider-Man hier richtig smooth ist. Ich kann zum Beispiel einfach hier mich an die Ecke von dem Gebäude stellen und dann wieder weitergehen. Und es ist einfach der Wahnsinn. Es ist genau wie in einem PlayStation 4 Spiel. Und ich habe noch nie so eine gut funktionierende Mod in dem Spiel jemals gesehen. Oh, was? Alert, Invasion. Spider-Man hat irgendeine Invasion gesehen in 300 Meter Entfernung. Okay, darum kümmern wir uns schon. Das machen wir. Okay, hier ist also eine Art Invasion, Leute. Da gehen komische Dinge ab. Okay, was ist hier los, Leute? Oh, der will mit mir kämpfen. Oh, er will mit mir kämpfen. Und ausgewichen, Kollege. Und ausgewichen. Oh mein Gott, ihr könnt mich nicht kriegen. Pass mal auf, ich bin Spider-Man. Ihr könnt mich unmöglich kriegen. Ups. Und da habe ich dich ausgewichen. Und so. Und du kriegst nochmal die Trachtprügel. Pass mal auf. Jetzt kriegt ihr beide. So, das war's. Jetzt noch drei übrig von denen. Wo lauft ihr eigentlich hin? Oh oh. Wollen die mich angreifen? Nee, die wollen einfach nur abhauen. Okay, so aber nicht. So nicht. So würde ich sagen, machen wir das auf gar keinen Fall. So, was haben wir eigentlich noch? Wir haben noch, ich habe das zwar nicht verstanden, was da stand. Ah, okay, das ist cool. Damit können wir ihn einfach auf den Boden bringen. Und, Leute, schaut euch das mal an. Wir haben ihn so richtig an die Wand gepresst. Und ich glaube, damit haben wir das Verbrechen für heute in Los Santos auf jeden Fall aufgehalten. Aber ich glaube, ich habe was vergessen. Egal, bestimmt fällt mir das wieder ein, Leute, was ich eigentlich vergessen habe zu sagen. Weil irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich denke, es fällt mir gleich im Verlauf des Videos hier ein. So, warte, ich kann zum Beispiel das Auto hier auseinandernehmen und dann mit diesen Autotüren auf andere Autos werfen. Ah, aber ich weiß nicht, wo die Autotür ist. Da ist die Autotür. So. Oh mein Gott, das ist richtig cool. So, wollt ihr alle was von Spider-Man haben? Hier ist eine Straßensperre. Keiner kommt hier durch. Keiner kommt. Oh mein Gott. Ich habe gerade das Auto einfach an eine Leine gebunden. Kann ich das hier auch hinmachen? Lol. Okay, jetzt habe ich ihn an das Auto gebunden. Boah, ich weiß es gar nicht. Ich verstehe es nicht, aber offensichtlich ist alles cool. So, wollt ihr ein bisschen Action hier? Pass mal auf. Yo, als ob ich das Auto jetzt so zerschmettert habe mit diesen Spider-Schüssen. Die waren aber echt krass, muss ich sagen jetzt. So, es befindet sich hier angeblich auch ein Überfall. Und, was ist passiert? Warum bin ich jetzt hier in der Subway? Sorry, Leute, ich wollte euch nicht stören. Lasst euch nicht stören. Ich bin da mal wieder raus. Leute, seht ihr das? Da hinten ist ein Überfall. Oh mein Gott, okay, wie gehen wir da am besten vor? Halt! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hier wird niemand abhauen. So... Niemand wird hier abhauen. Niemand läuft hier einfach ungestraft weg. Das Verbrechen in der Stadt muss bekämpft werden. Oh mein Gott. Es ist... Es ist so cool, Leute. Man fühlt sich einfach wie so ein richtiger Superheld. Und der da mit seinem Stock... So, dich werfe ich jetzt erstmal hoch in die Luft mit deinem Stock. Oh. Der will wirklich mit dir kämpfen. Das kannst du dir abschminken, Kollege. So, du auch. Du auch, okay. Und du ebenfalls. So, ich habe ich jetzt. Was ist das eigentlich für ein Punkt dort in der Mitte? Ich verstehe es gerade nicht. Ich denke, wir schwingen da einfach mal hin. Schauen uns mal an, was das für ein Punkt da hinten ist. Oh, es ist Venom. Oh mein Gott, es ist Venom, Leute. Oh nein, er schockiert mich. Ich bin sehr geschockt, Kollege. Du hast mich jetzt echt überrascht. Oh mein Gott, okay. Leute, Venom ist hinter uns her. Kollege, du kriegst erstmal von Spider-Man aber hier richtig. Ha? Nein, der kommt, der kommt, der kommt. Nein. Venom hat uns erledigt. Wir haben es nicht geschafft. So, zweiter Versuch. Ich denke, jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser gerüstet. So, Venom, komm her, Kollege. Komm her, dich vermisse ich. So, jetzt aber. Bam. Und jetzt aus der Luft. Jawohl, genau so. Oh mein Gott, okay, Venom ist mal in der Luft. Wo ist Venom? Oh nein. Nein, Venom, du kriegst mich nicht. Ja. Oh mein Gott, Leute, wie geil ist das denn? Wir kämpfen gegen Venom. Haben wir Venom erledigt? Venom, bist du das? Nein, wir haben das nicht geschafft, oder? Als ob, Leute, wir haben Venom erledigt.
Ey, wir haben es einfach geschafft. Wir haben es einfach geschafft, Leute. Spider-Man ist einfach der Beste. So, ich bringe hier mal noch ein paar Drohnen hin, die ein bisschen auf Suche gehen, um mal zu schauen, ob hier noch ein paar andere Verbrecher sind. So, Freunde, mittlerweile ist die Nacht angebrochen und da hinten ist ein ganz krimineller Deal am Laufen. Und wir müssen das jetzt verhindern. Deswegen werden wir uns an sie ranschleichen. Und ihr seht, was da hinten abgeht. Da hinten finden jetzt die Verhandlungen statt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall nicht legal, was sie dort machen. Vielleicht haben die irgendeinen Plan, wie die Spider-Man ausschalten wollen. Wir nähern uns dem an. Aber ganz unauffällig jetzt. So. Okay, sie haben mich noch nicht gesehen. Sie haben mich noch nicht gesehen. Alles klar, Spider-Man. Du weißt, was zu tun ist. Da ist schon jemand am Laufen. Oh nein, sie haben mich gesehen. Nein. 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 Hier, kriegt meine Drohnen ab. Ihr kriegt alle meine Spider-Drohnen ab. Oh mein Gott, die sind ja richtig gut. Die Dinger erledigen ja fast den ganzen Job. Und haben wir dich? Jawohl, da sind noch ein paar andere. So, jawohl, okay, euch habe ich jetzt. Oh, da ist noch einer. So. Wird der erwischt? Haben wir ihn erwischt? Noch nicht ganz, noch nicht ganz. So. Oh mein Gott, Alter, das ist echt krass. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben damit auch dieses Verbrechen in Los Santos bekämpft. Mir wird gerade noch was anderes berichtet. Und zwar wurde ein Fahrzeug gestohlen auf 500 Meter Distanz. Dieses Fahrzeug müssen wir jetzt sichern. Und ich denke, das schaffen wir, Leute. Genauso wie in dem Videospiel werden wir es jetzt versuchen, dieses Fahrzeug zu sichern. Und das ist das Fahrzeug. Oh, es ist in sehr schneller Geschwindigkeit unterwegs. So, du wirst dich nicht bewegen. Stopp. Anhalten. So. Auseinandernehmen. Und da sind die beiden Leute. So. Euch werden wir jetzt einsperren. Ihr beide werdet jetzt eingebuchtet. So. Ich habe ich jetzt. So, haben wir ihn. Komm, komm, komm. Komm. Ah, der ist ein bisschen hartnäckig, der Typ. Ich glaube, der will es auf die harte Tour lernen. Ich glaube, er will es auf die harte Tour lernen. Leute. So, den haben wir jetzt. Und ich glaube, da sind noch ein paar andere übrig. Noch ein einziger, Leute. Noch ein einziger von denen. Und dann kann sich die Polizei darum kümmern. So, das Fahrzeug ist ebenfalls gesichert. Sorry an den Besitzer, dass ich die Türen davon rausgerissen habe. Aber ich musste die Verbrecher mitnehmen. Er will in das Auto einsteigen, ne? Nein, du kommst jetzt nicht davon. Du bleibst jetzt hier stehen. So. Und, Kollege, das war's mit dir. Und. So. Haben wir ihn jetzt? Ich glaube, er braucht nur noch ein Finale. Einmal ein bisschen schocken. Und noch einmal ganz zum Schluss. Damit, Leute, haben wir das letzte Verbrechen in Los Santos bekämpft. Wir waren heute in GTA 5 als Spider-Man unterwegs. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, Leute. Falls ihr mehr Superhelden-Mods sehen wollt, lasst diesem Kanal gerne kostenlos ein Abo da. Und generell lasst einfach ein Abo da, Leute, damit wir die 750.000 Abonnenten schaffen. Und lasst gerne ein Like da, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ey, die Zock ist raus. Haut rein, Freunde. Und ciao.